Und damit herzlich willkommen zu Teil 2, Part 2 und auch Tag 2 in unserem Rust-Abenteuer. Falls ihr natürlich Part 1 noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das Ganze oben in der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. Was ist bis jetzt passiert? Ihr kriegt mal kurz eine kleine Zusammenfassung. Wir jointen auf den Server, machten uns gleich ein paar Feinde und fingen an, eine Base zu bauen. Nichts Spektakuläres, aber doch die ein oder andere Situation, die sehr, sehr makaber war. Nennen wir es mal so. Für heute war PvP angesagt, die Base fertig kriegen und noch so ein paar kleine Sachen. Wie in Teil 1 schon gesagt, arbeite ich Vollzeit. Da ist es nicht ganz so leicht, so schnell Progress zu machen. Aber wir geben unser Bestes. Das Team war schon dabei, die Base auszubauen und brachte einiges an Farm rein. Somit konnten wir direkt in die Action starten. Und so sollte es auch sein. Denn ab jetzt ging die Fahrt richtig los. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und falls es euch gefällt, haut natürlich auf den Like-Hammer. Also, back in the Action. Unser erstes Ziel des Tages war Cargo. Es fuhr gerade rein und wir wollten uns die Chance nicht entgehen lassen. Leider habe ich bis dahin keine Tonaufnahmen, deswegen skippen wir, bis wir auf Cargo sind. Ja, kann auch eine oben sein. Rausgehauen, ohne dass ich was gedrückt habe. Von oben. Ich auch. Lass da lang. Hier unten lang. Ich geh gleich runter. Oder ich bin fast tot. Und aktiviert. Ja, lass jetzt looten, das ist, falls es wegfährt, immer noch, weißt du, es sich gelohnt hat wenigstens. Alter, ich erfriere. Naja, wir sind gleich draußen im Schneegebiet. Ja, ich bin immer noch nass. Aber ich habe die anderen großen Crates noch nicht gefunden. Du hattest eine, sagst du. Ah, hier hinten ist eine. Spaß. Oder was meinst du mit? Nee, diese High-Tier-Dinger. Ja, da habe ich nur eine gefunden. Och nee. Oh. Er fährt raus, wir müssen los. Ach, scheiße. Ja, wir kriegen schon Strahlung. Lass gehen sofort. Einfach jetzt schon, Leute. Ich bin nicht mal weit. Was zum Teufel? Ja, das willst du machen. Okay. Cargo war jetzt nicht der Brüller. Vor allem, es waren eigentlich schon 3 Crates drauf. Wir wollten es trotzdem riskieren. Vielleicht war ja ein Counter möglich. Gut, nachdem das mit dem PvP auf Cargo nicht funktioniert hat, gingen wir eine Runde Roam. Denn so langsam juckte es im Finger. Ich krieg's eh mal zuerst, mach dir keinen Kopf. Kannst du gar keine Angst haben. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Es liegt am Blackout. Es ist bei jedem Spiel so, ich krieg immer zuerst ins Fressbrett. Lass mal bitte raus hier, ich will hier nicht sein, wenn's Nacht wird. Ich sehe Essen. Okay, das. Ich glaube, er reitet gerade ein Pferd. Ja. Oder er ist das Pferd, das kann auch sein. Was? Er reagiert einfach nicht. So ein Pferd. Oh, ey, ist ja hier eine richtige Schneise. Oh, die sind hier. Anders, Dad. Ich komme hier nicht hoch. Oh, Raymond. Ja. Und wo ist der andere? Und bei Kugeltank. Nee, ich hab einen Hersi gesehen. Und was hat der denn für ein Loot? What the fuck? Schau mal in seine Reiche rein. Ich hab nicht reingeguckt. Was zum Teufel? Ja, Fall, scheiß auf die. Wir haben 10 Minuten mindestens. Oh, das ist immer vor dir. Komm. Was? Munition. Tommy, kannst du nehmen? Ich hab, glaube ich, noch jemanden gehört. Aufpassen. Ja, ich schmach. Da war noch eine M39 drin und MP5 und so. Ich muss kurz Platz machen. Ey, ich bin so voll, ne? Ja, mit Scheiß halt wieder. Ich auch. Ne, ich bin voll hier und so. Ja, ich schmeiß mal hier ein bisschen weg. Ups, das will ich nicht. Hast du die Waffen? Ja. Da unten ist ein Pferd, guck mal. Wo? Da unten.
Ah, hier, gleich. Close, close, close. Er kommt den Berg hoch. Direkt vor uns. Das ist so Bullshit. Ich bin so Bullshit. Fick ihn, danke. Ich hab daneben geschossen. Den. Und es wird dunkel. Ich habe ein paar Roofcaps auf O14 gefunden. Ist das hier gleich oder voll? Custom. Eine Jacke wäre noch drin, wenn du willst. Roofcap aber auch O14, ja. Ja, da steht noch ein bisschen was drin, aber ich kann es nicht irgendwie nehmen. Das Kind war das Vorns. Ja. Hit Paddle. Double Hit. Oh, ich habe ihm auch gute Hits gegeben. Er hat eine Waffe erst. Nochmal Hits. Nochmal Hits. Ich sehe nicht. Er läuft nach hinten weg. Fuck, muss nachladen. Er muss absolut low sein. Ja, ich sehe ihn leider nicht. Rechts, rechts, die Klippe runter. Die Richtung Wasser. Okay. Vor mir. Einen. Was? Einen. Weiß nicht, er ist geared. Er ist geared. Er ist geared. Ja, rechts, white, white out hat er gehabt. Ah. Er hat Full Gear. Wo ist seine Waffe? Was ist die Waffe? Ja. Aber 51 Fruit Ort. Oh, Bögen. Bögen, Bögen. Finish. Er läuft nach rechts. Aber. Von zwei. Drei. Unten ist einer. Ich muss kurz healen, er hat mich gut gehittet. Aber. Also, ich hab zwei. Auf Jokers oder so. Keine Ahnung, wo der drin ist. Wir sollten gehen. Die Waffe hast du, oder? Hä? Ja, wir sollten gehen. Der andere kommt gleich zurück. Ja, das habt ihr mir gezeigt, aber. Wo wohnt denn der? Warte mal, ich glaube. War gerade links was? Wie hieß denn der überhaupt? Naja, das war Holz. Holz? Full Gear, Holz. Ja? Lol. Absolut Full Gear. Hä, der muss. Ja, der ist doch nett. Schauen wir zurück. Ja, wir haben zu viel, Akio. Lass dashen. Naja. Der scheiß Heli auch noch. Ich leuchte kurz. Hab ihn. Ah, nice. Pass auf, das ist ein Viermann-Trupp. Das ist ein Viermann-Trupp. Ich hab schnell die Waffe weg. Heli kommt, ja. Ach. Der Garon, war der von gestern safe? Never! Das war. Sven, mach deine Waffe weg. Was ist denn? Zwei Satchels, Kommissar. Besser als die Crate, Alter. Na ja, schon. Ist so, oder? Nach unserem ersten wirklichen Roam war es wieder Zeit, an der Base zu tüfteln. Elektronik stand auf dem Plan und da ich das machen muss, ja, habe ich mich dazu hinreißen lassen, dann doch ein bisschen zu übertreiben. Wir installierten noch ein paar Turrets und dann sollte es auch schon für den Tag gewesen sein. Denn wie gesagt, ich musste wieder früh raus und naja, so ist das halt, ne? Wenn man leider nicht Vollzeit Rust-Spieler ist. Aber ihr kennt das bestimmt. Tag 3 und nicht geofflined. Wow, wir waren richtig happy und sind direkt weiter in die Action gegangen. Cargo kam rein und wir wollten natürlich Tag 3 so beginnen lassen wie Tag 2. Also, Heli ready machen, auf zu Cargo. Doch diesmal sollte es nicht ganz so leicht werden wie beim letzten Mal. Aber seht selbst. Ungelegt. Sind bis jetzt noch keine Bots? Doch, sind alle drauf. Echt? Bei mir lädt das? Ja, ich seh's. Aber oben nicht, oben. Aber ist Bot, Heli. Aber die ist nicht drauf, die ist nicht drauf, die ist nicht drauf. Ich weiß, ich sehe sie. Die sind vorne. Ja, wir müssen landen, ne. Ich bin Hit. Ich bin Hit. Haben wir einen Hit? Gut. Yes, let's go. Nimm das Shield aus. Ist das hier? Ne, okay, gut. Ich muss mich kurz ziehen, der hat mich gut gehittet. Geh innen rum. Ach so. Ja. Lass runtergehen,
Ich dachte erst, das bist du. Im ersten Moment. Aber es sind mehr, ja. Hast du dir Waffe? Ja, hab ich. Wurde. Hast du runter, komm. Meinst du, er ist unten? Ja. Nee, unten sind noch die Bots, okay. Er ist oben noch. Vielleicht irgendwo rum. Sehr schön, oder? Weiß ich nicht. Boah, ich höre so viele Steps. Hörst du's? Ja. Das ist unter uns. Nee, das ist der Bot unter uns, glaube ich. Ich glaube auch. Charlie, er spielt mit Charlie. Nein, nein, er schießt hier. Ich schieße einschlagen. Er ist hier unten. Auf mich schlägt's ein. Ah nee, er macht unten ein Ding. Ich gehe aus rum, geh von hinten rein. Hab ihn. Ah, Räudiger Rüdiger. Nachdem wir also Cargo geklärt hatten, sackten wir den Loot ein und gingen zurück. Okay. Es wurde Zeit für einen Raid. Naja, wir hatten alles, was man braucht. Raketen, Explore-Ammo, etc. Das Einzige, was gefehlt hat, war ein Ziel. Doch das sollte sich sehr schnell ändern. Und natürlich eine wichtige Sache ist noch passiert. Endlich kam unser Nachtschichtler auch dazu. Und wir waren endlich zu viert. Alter, was baut denn der? Das ist ja nicht mehr normal. Wo seid ihr? Ja, das lägt doch richtig. Lol, man treibt halt anders. Batman. Ach, ich bin ja gar nicht mehr der euch im Team. Naja. Was schaue ich überhaupt? Raid über. Also mal ehrlich. Also, mal ehrlich. Wer ist du Raiden? Lass mal jetzt die Nachbarn aufmachen. Hat ihr das mit Scrappy? Ja. Sam setzt aus, Sam setzt aus, Sam setzt aus. Lass mal unter uns. Wo? Ja, ich. Achso, mein Gott. Lade mich doch mal ein ins Team. Warum habt ihr den gemacht? Lol. Ich war's nicht, er. Ich dachte, das wäre ein Spieler, Mann. Sag doch noch, seid ihr das mit Mini? Ja. Unter uns. Okay, nachdem wir den neuen Heli gekauft haben, fanden wir ein Ziel zum Raiden. Vorher haben wir noch kurz bei unseren Nachbarn reingeschaut. Keine Ahnung, Jungs. Wir gehen da jetzt rein. Theoretisch könnte man unten einfach die Türen aufspringen. Also jetzt ein bisschen Konzentration, bitte. Ja. Weil lieber... Ruhe. Scheiß Setschutz, lass mich weg. Ja. Na klar, hört man's. Ja, klar, vor allem ist es hier gleich. Ich weiß ja, wo Counter herkommen. Da sind wir genau dahin. Aufpassen vor Traps. Also auch diesmal kein Loot geheim, bitte. Boah, nee, fuck. Nee, Alter, ging die schnell hoch, hast du gesehen? Sammy ist an, ne? Weiß nicht. Kann man jemand gucken, ist grad schlecht. Was ist da? Hier ist Research und eine Double Door, ne? Cheat. Wie heißt's? Cheat Metal. Kannst du da hochspringen? Ja. Geht das? Ja, warte, ups. Ich muss es jetzt langsamer machen. Ich muss sie langsamer machen, weil sonst spreng ich mich selber. Ja, kein Bock drauf. Ey, was ist denn mit den Setschuss los? Ich mach einfach mit Explore weiter. Kommst du mit her? Oder warte, wir machen es anders. Wow. Ich hab keinen Bock unten zu stehen, dass da eine Falle ist. Soll ich dann wieder als erste Runde? Ja, ich hab nur noch eine Leiter. Ich hoffe, wir brauchen keine mehr. Leiter ist kaputt. Ja, ich weiß. Eine habe ich noch. Hier sind Schlafsäcke. Sind wir schon voll deep? Und nee, also hier ist nur... Lass uns Spawnraum. Hier ist der Eingang, schau. Was haben wir hier drin? Ist da überhaupt was drin? Hier ist nichts drin. In den Kisten. Hier ist ein bisschen Schwefel. Oh, ich sehe schon ein paar Leute. 210 EW. Er ist auf dem Berg, schau. Pass auf, ich mach hier ein C4 dran, dann geht's schneller. Er hat ein Herzi an. Wo auf? 210. Pass schon. Achtung. Ein bisschen tricky. Hier ist einer. Ja, Jungs, das ist.
Bin tot. Ja, ich hab's gewusst, dass sowas passiert. Raid verkackt wegen so einer Unachtsamkeit. So traurig. Zu unserer Entschuldigung, wir hatten noch nie in dieser Konstellation geradet. Da stimmte eindeutig die Absprache nicht. Aber gut, wir hatten ja noch ein bisschen Boom in Reserve. Deswegen ließen wir das nicht lange auf uns sitzen und gingen gleich nochmal rüber. Bist wieder Boom? Der war gerade auch durch. Siehst du es jetzt? Hat er zugemacht? Sind zwei Leute. Ja, ist zu. Ewi, siehst du? Er war geradeaus durch. 170. Schieß drauf. Ich weiß nicht, in welcher Tür er sitzt. Das ist jetzt echt beschissen, weil wir können jetzt so schlecht rocketen. Ja, ich mach beiden schon. Achtung, nächste Rocket, es geht auf. Ja, links geht auf. Ja, ist okay. Aber er muss mein Stuff irgendwo gepackt haben. Was? Ich? Da ist mein LA. Ey, gib mir mein LA wieder. Ich bin immer noch hier drin. Aber er hat meinen Boom weggepackt. Weil dann kann ich, glaube ich, von dem Winkel die kleine Tür machen. Ohne, dass wir uns selber sprengen. Mhm. Oh, mein anderer Raketenwerfer ja wieder. Mhm. Ah, Loot Room. Granatwerfer hatten sie auf jeden Fall. Mhm. Nee, ist Wasserpistole, Schneeballwerfer. Geil. Kann man mal verwechseln, oder? Die Jungs haben halt echt gar nichts. Ja, Hauptsache sind sie weg. Ich mache jetzt die Sheet Metal Door. Ja. Außen ist alles im Blick, oder? Bei euch außen nein, aber hier drüben ja. Oh, hab ich dich getroffen? Nee. Alles klar. Traps. Mhm. Soll ich zuerst, oder? Ja, wo war das hin? Er muss es hier irgendwo. In dem Body liegt mein Zeug. Ja, gerade nochmal die Rettung. Am Ende dann doch meinen Loot wiedergefunden und es war dann mehr Schadensbegrenzung als irgendwie Profit rauszuschlagen. Allerdings war es sowieso unser Ziel, unsere Nachbarn aufzumachen. Wir mögen Nachbarn einfach nicht so gerne. Nachdem der Raid etwas semi-geil war, dachten wir uns, da geht doch bestimmt noch mehr. Also machten ich und Aki uns auf die Suche. Wir flogen ein bisschen mit dem Heli rum und sollten bald auf ein kleines Schätzchen treffen. Stimmt, die Quickbase, das lass uns mal schnell anschauen, bevor wir reingehen. I'm a free ring. Me too. Lester, was ist denn das für ein Ding? Ja, das ist es. Oh, ist er getroffen? Oh nee, jetzt wird's eklig. Die sind draußen. Mit Balls, einer gut hit. Hab einen. Ich bin tot, ich hab aber einen Schlafsack hier. Ich hab 5 HP. Halt dich. Nur einen musst du kriegen. Ja, ich hatte schon einen. Einer Headshot. Ich bin dead. Und so lernten wir die TC-Jungs kennen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir packten unser Zeug, schnappten uns alles, was wir für unsere Raid-Base brauchen, machten Boom und direkt auf den Weg. Diesen Online wollten wir uns nicht hingehen lassen. Alles da? Ist die Leiter? Gut. Ja. Super. Okay, geh mal. Jo. Okay. Ja, Evi, du aimst ab. Kann keine Wall passieren. Machen wir jetzt ganz einfach Domi. Ja. Siehst du, wo meine hingehen? Da muss ich auch hinhalten. Bisschen höher ziehen. Jetzt da, wo meine hingehen. Bisschen tiefer, sorry. Ah, genau, ein bisschen tiefer. Ja.
die ist nicht dick. Die ist nicht dick, die ist nicht dick, wir sind drin. Achtung, LA, LA, LA. Ja, 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 ja. Wo, LA? Hinten. Er ist unten. Ich bin dead, full dead. Ja, der ist. Ich glaube, er ist draußen. Ich glaube auch. Ja, ist bei mir auch richtig kalt hier gerade. Ich muss mich auch ein bisschen ausziehen. Digga, ich hab auch keinen Ring mehr. Mann, hier, ich bin bei 29 Leben. Warte, warte, ja, dann hier, ich hab das gedroppt. Ich hab das gedroppt. Ich seh's nicht. Also, ich seh oben gar nichts. Ja, ist gut. Digga, ich sehe es nicht. Ich weiß noch gar nicht. Ist das okay? Ich mach doch grad. Jetzt habe ich nur noch normale. Komm, wir machen weiter. Ja. Wir gehen hier oben, wo die Kisten sind. Siehst du, wo meine hinfliegt? So, genau. Perfekt. Der ist links oben beim Shooting Floor. Gehen da jetzt rein. Ende aus. Ich bin voll deep. Nice. Ich komm rein. Oh, wir sind voll deep. Schlafsäcke müssen weg. Ich mach schnell an, weil ich mach schnell den Keylock rein. Ich bau. Ich bin vorne und bau. Keine Ahnung. Ich hab jetzt nichts gesehen. Ich muss mir das mal kurz angucken. Ah, nice. Warte, ich brauche noch Metallmax für eine Tür, Akio. Ich komme nicht ran aus dem Ding. Ja, ja, wir sind innen drin, Evi. Wir sind innen drin. Ja, Components sind okay. Ja, okay. Profit war das Ganze nicht. Aber uns ging es eh um etwas anderes. Wir üben. Im ersten Teil thematisiere ich das auch mehr. Also es geht wirklich darum, dass wir viele Raid-Situationen, viele PvP-Situationen im Team üben, um dann auch auf Full-Pop-Servern bestehen zu können. Trotzdem fand ich es sehr spannend und es war doch geil, in der Konstellation mal den Online-Raid durchzuziehen. Nachdem wir die Base gesealed hatten, das Wertvollste abtransportiert hatten, ging es zurück zur Base. Dann war nur noch ein bisschen Bauen, ein bisschen Elektronik angesagt und wir lockten uns aus, in der Hoffnung, nicht geradet zu werden. Oh, eine Sache hätte ich fast vergessen. Evi startete ihren ersten Solo-Raid. Und wir mussten aushelfen. Jemand ist was bitte? Jemand ist draußen. Warte, ich mach schon die Tür, wenn das sieht. Wo es dauert halt noch schnell. 30 Sekunden ist tot. Welche Richtung? Hab ihn. Nee. Ach, noch einer. Ich bin down. Akku ist down. Den anderen hab ich nicht gesehen. Ich dachte, er wäre tot. Ja, ich hab noch vielleicht stehe ich auf, aber wegen der Kälte werde ich höchstwahrscheinlich aufstehen. Warte, ich log ihn mal an, okay? Schön. Ja, ah, ist gut. Er ist oben. Kannst nice. Hä? Aber gar nichts. Nee, er liegt noch. Kannst ihn tot haben. Ah, achso. Ich hab's gesehen, wie er umgefallen ist. Sein Team mit Leben, wie es in-game sagen. Ja, damit habe ich nie gerechnet. Ah, lol. Und dann schläft der andere jetzt auch wieder. Lord, du kommst da rein wie so der absolute Oberprofi. Das ist jetzt eine blöde Situation, ne? Ja, schon. Ich habe jetzt hier kein Ding. Kein Airlock. Aber ich konnte den anderen noch einmal hitten, keine Ahnung, wie er nicht gestorben ist. Also der auf dem Boden lag. Ja, weiß nicht, wo ich bin, weil ich mit Silencer schieße. Mhm. Warte, ich komm mal hoch. Ich hab einen Plan. Warte, er hat mich gesehen jetzt. Ah, ja, du darfst jetzt nicht sterben. Ach. Sind beide hässlich nur. Nee, einer dein Gear. Okay. Ich meine, sie probieren sich mal. Entweder sie sind hard low. Und kein Heal mehr, kann ja auch sein. Das glaube ich auch. Ich habe ihn ja nochmal gehittet danach. Okay. Ich höre jemanden. Ah, hinter uns!
Hat gute Hits, hat gute Hits. Oben drauf ist dead. Was? Hab ihn gefinished? Einer ist noch. Sind wir hier in der Base? Ja, ich bin oben. Ja. Ich hab doch gewusst, die warten. Ich bin drin. Aber der aimt das jetzt richtig. Du kannst hochkommen, Sven. Das war der mit deinem Vollgear, glaube ich, hier direkt. Okay, diese kleine Base war dann doch mehr Trouble wie gedacht. Egal, wir haben es ja dann letzten Endes gerissen und wollten uns jetzt auslocken. Doch, plötzlich machten unsere Nachbarn Holz und Co. den Heli und dort entbrannte ein Fight, der irgendwie anders war. Aber seht selbst. Scheiße, hab mich hier nicht auch noch rumgehauen. Hey, da ist ja gar nichts jetzt mehr. Jetzt bitte seid mal ruhig. Achso. Ja. Digga! Ich bin wieder da, ich probier's nochmal. Bisschen hässlich jetzt. Halt mal dabei. Kurz rein. Ja, ich geh jetzt. Komm noch rein. Ja, komm, let's go. Ach, komm noch einer! Ah, fuck. Vier! Ja, das meine ich ja. Ja, komm. Ich bin schon dead. Ich bin schon dead. Ja, aber wir können ja trotzdem noch vielleicht was reißen. Ah, Digga, das hat jemand hier? Oben gegen die, nicht mal vier. Ja, er hat eine L96, das ist das Problem. Achso, ich bin so raus. Ich suche Essen, damit ich nicht sterbe. Komm her, ich kann dir schon. Nein, schieß. Komm, hinter uns. Was denn? Ne, oben und hinter uns. Also beide Richtungen. Ja, ich weiß nicht, okay. Wir waren Hessi. Da oben. Okay, ja, lauf vor mir. Ich mach un. Hab den oben. Okay, oben ist weg, unten. Den hab ich auch gehittet. Ah, der war unten. Unten am Berg direkt 120 war der gestanden. Auf. Okay. Er ist aber weg jetzt, ja. Ja, ich geh mal, wir müssen glaube ich ein bisschen weiter. Ja, der AK. Er ist hier. Wo? Am Schrank. Hab einen. Ich hab den anderen. Hab ich drauf. Ich lieg nur knocked. Könntest mich aufhören. Einen hab ich. Ah, kacke, Alter. Zu zweit kamen sie. Schweine. Okay. Anscheinend war hier mehr wie einfach nur der Heli im Spiel. Ein Haufen Gearsets lagen am Boden, ein Haufen Waffen und wir versuchten noch zu retten, was zu retten ist. Das schafften wir auch. Jetzt war es Zeit, sich auszulocken und zu hoffen, nicht geoffline zu werden. Puh, what a day. Oh nee. Ah, oh, gehen wir mal. Wir waren gestern bis 16:30 hier und es ist 8:48 Uhr und wir wurden geradet. Wow. Simply Rust. Evi war schon ein bisschen früher da und wir wurden absolut leer gelutscht. Einfach absolut. Oh. Puh. Naja, ich geh mir jetzt erstmal einen Kaffee holen. Und danach gehen wir das hier an. Ich hol mir jetzt erstmal einen Kaffee. Alles gut. Ja, sorry. Und dann hat es uns also doch getroffen. Geh offline. Nachts zwischen 4:30 Uhr
und 8 Uhr morgens. Wow, so etwas haben wir wirklich auf so einem Low-Pop-Server nicht erwartet. Nun ging es darum, erstmal alles zusammenzusuchen, was noch übrig ist. Und zu entscheiden, was wir nun tun. Die meisten Spieler lieben nach so einer Situation den Server, lohnt sich auch oftmals, einfach nicht weiterzumachen. Aber wir wollten nur eins. Rache. Also, es wurde Zeit aufzumunitionieren, aufzufarmen und das Ganze wieder ins Lot zu bringen. Und uns mit einem dicken, fetten Raid zu verabschieden. Spannendes passiert ist, habe ich das Ganze jetzt etwas gecuttet und mit Musik hinterlegt. Ja, also nochmal in Kurzfassung, was ist passiert? Wir haben uns dazu entschieden, uns zu rächen. Dafür gingen wir Sulfur farmen. Ultra viel Sulfur. Sodass wir am Ende eine Kiste Rocket zusammen hatten. Währenddessen raideten wir noch eine kleine Base, die noch im Aufbau war, einfach um wieder an Components, Fuel etc. zu kommen. Nun war es soweit. Wir packten unser Zeug, gingen rüber. Der Plan war einfach. MLRS, gepaart mit Rockets aus der Raid Base, sollten den gewünschten Effekt erzielen. Ja, wir waren ready für die letzte Aktion auf diesem Server. Okay. Erstmal orientieren wieder finden. Der hat der Muni gecraftet, ich hab ein bisschen Expo. Hey, wieso gibt's. Okay. Kann ich mich hier irgendwo hinsetzen? Lol. Hey, was zum Teufel? Zeig einfach gegen die Wand. Oh fuck, ich bin dead. Ich glaube, wir haben einen Vorder Raid Base. Wieso? Weil ich Steps noch davon Wasser gehört habe. Ich bin wieder dead. Timer. Die raiden uns, die raiden die Base. Akio, Abfahrt. Abfahrt, voll drauf. Schieß drauf. Ich hab mich gerade. Oh, ich hab 30 Sekunden Timer. Ewig spawn wieder da. Was ist los, Akio? Ja, wir müssen uns beeilen jetzt.
die sind gleich durch. Wo ist mein Gear? Nicht den Rocket Launcher. Muni? Ja, Muni brauche ich noch. Schnell. Na, ich gehe runter. Ich nehme unten. Alles gut. Okay. Ich bin gleich. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Alles gut. Ja, das geht jetzt aber ruckzuck. Wir müssen was tun. Akio, wo bist du? Bin schon dabei. Ist drauf? Okay. Let's go. Hab abgeschossen. Was? Dann spawn jetzt hier. Soll ich die AK wirklich die spawnen? Ja, mach ich. Ja, scheiß doch drauf. Wir haben kein Holz, ich will keine Mauer bauen, Mann. Zum Loot. Die sind vorne durch, glaube ich. Die schießen von ihrer Base aus. Einer Headshot. Geh hoch und schieß, Evi, am Shooting Floor. Los, let's go. Ja, ich bin wieder dead. Nice. Ich hab Timer, Ich komm von der Base aus. Ja, der oben ist vielleicht gut. Schieß mit HV vielleicht drauf. Da. Evi, wir müssen uns konzentrieren. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Na gut. Ist offen? Ich bin einfach drauf gehalten, sie sind offen, ne? Okay, hör ich mal kurz. Was? Ich kann. Ne? Ich sehe nur zwei Stück. Ja, wir müssen jetzt die halten, das so rein. Achso, ja, dann. Okay. Es geht weiter. Ja. Das Ding ist offen. Wir müssen Wohl. Immer, wenn. Oh, jetzt weg. Ich hör wieder. Es geht gleich auf. Wir raiden uns das Ding auf. Vorne ist die Wall wieder. Kannst du die Wall wieder placen? Sonst kommen die gleich rein. Ich hab nix. Ich hab nix für eine Wall. Achso, du meinst für eine Wall. Das ja. Ding geht gleich kaputt. Wir müssen jetzt schießen, Freunde. Wir müssen zurückschießen. Er hindert mich daran, dass ich raiden kann. Ich hab wieder... Die pushen. Oh shit, die Turrets sind langsam kaputt. Weil es aufs Holz nur ist. Die Foundation. Bibi, jetzt auf die Turrets. Wir müssen da jetzt raus und die umnatzen, Digga. Ich bin noch, kannst du mir aufheben? Ich leg unten, sonst habe ich wieder Timer. Okay. Wir müssen die umnatzen, Akio, sonst wird das nichts. Wie machen wir das jetzt? Das Ding ist gleich offen. Ja. Raus jetzt und kämpfen! Umschießen! Wir können nicht hier ewig drin bleiben. Er ist wieder rum. Was mit dem Turm war? Er muss noch sein. Er ist tot, Habt den anderen Headshot? Baut ihn in die Base wieder auf. Ich bin dead, voll dead. Ihr müsst unten wieder bauen. Ich bin draußen, ich bin. Na, alles gut. Achso, ich dachte, mach weiter. Alles cool. Vorne vor ihrer Base, falls sie nicht vorne. Hab wieder zu. Alles cool. Alle so, ne? Achso, ja dann, let's go. Und dann gehen wir jetzt nach oben und machen unseren Plan und schießen von da oben Rocket auf die Base, bis das Ding einstürzt. Aki, du bleibst draußen mit der Bolt. Ja? Aha. Ich hol mein Gear schnell. Wenn mich nicht ein Turret umballert vorher, wahrscheinlich ein Turret. Boah, ich sehe links. Ja, place Boss. Ja, ich sag ja, ich war gebolded von den Boss-Dingern, ich kam nicht ran.
Aber wir haben keine Spritzen mehr, kann das sein? Ja, das hab ich von außen gemangelt. Wie viel hatten wir denn? Wir hatten noch 1,5 Kisten. Nur 2? Warum sagt ihr denn dann nichts zum Craften einfach welche? Oh mein Gott, warum denn nicht? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Du hattest alles dabei. Ich habe dreimal gefragt, habt ihr alles? Naja, ich dachte nicht. Ach, ja, Leute, es klappt doch wieder nicht mit 2 Reihen Spritzen. Ja, ich geh noch mal zurück, ich weiß das schon. Und nach dem Gehen. Ja, ich bräuchte dich schon hier. Weil er sealed gerade wieder. Und ich komme nicht rein. Hab ihn Headshot, tot. Was? Er sealed gerade wieder zu. Ich weiß, wo er ist. Hm? Er ist hinter der Wall. Er hat wieder zugemacht. Warte mal, ich schleich mich mal kurz da an. Bringt halt gar nichts. Okay, warte. Ich bin da. Mach weiter. Schieß zurück mit Rockets. Ja. Ich aim uns nur ab, damit er nicht zielt. Ja, dafür haben wir dann nochmal den zweiten Regen. Weil wir müssen die knacken halt, weißt du? Wir kommen wieder nicht rein. Was? Wieso? Ich aim gleich nach. Ja, steht oben für dich so. Ja, ich komme. Hast du jetzt Spritzen mit? Dann schnapp den Rocket Launcher. Schnapp dir eine Reihe Rockets. Alles gut. Wir müssen weitermachen. Wir können nicht ewig warten. Die zielen die ganze Zeit wieder. Ha? Ja, mir wäre es wichtiger, wenn du hier hochkommst, den Rocket Launcher schnappst und endlich mal jemand mit mir da die Rockets draufhaut. Ding. Ach, diese Scheiß tötet, Mann. Ist tot? Ja, gerade alles wieder zu. Ja, wow. Ganz vergessen. 100.000 Turrets. Das bockt nicht gegen diese Dinger. Hä? Ja, es ist schon zu. Es ist schon wieder zu. Alles zu kaufen. Ey, nee, Mann. Das war nicht liegt. Ich glaube, wir können voll deep. Wenn du herkommst, ganz schnell, dann können wir voll deep. Ich lieg. Ah, die sind da. Hab ihn. Alles cool? Ich liege. Wo? Oh, du musst reinkommen. Okay, ich kann ihn nicht weg. Der macht sonst die Tür zu. Ich habe keine Muni mehr. Bring Muni mit. Ja, hat sie gemacht. Ja, das könnte funktionieren. Auf ein. Dieses Turret! Ich baller dieses Scheißteil jetzt so drauf, ey. Ich hab den letzten Boom da vorne liegen, das wisst ihr schon, ne? Ja, du gesagt, ich nehme jetzt den Boom, geh da rein, was muss ich noch machen? Ich muss den Boom holen.
Baller drauf, mach einfach. Ja. Sie fliegen gerade her. Ach, mich tötet die Turret. Ja, mein Gott, Alter, es ist so dumm. Da kann das mal bitte aufhören. Nice, mach weiter. Ibi, bringen wir ganz schnell die Leitern her. Wo kommen wir rein? Ach, hier. Hier unten, komm einfach her, dann ist es. Nein. Aber fürs Ruf, sorry, ich bin stark. Ja, da waren wir doch schon. Pass auf, ich mach auf. Ivi, sag uns einfach, wenn jemand durchs Loch rutscht. Ist offen? Ich bin noch low, ne? Nochmal, ich irgendwie, wenn die Rockets ausgehen. Ich hab noch hier, warte. Ich leg dir zwei Spritzen. Ja, warte, da ist. Eins ist offen. Drei Workbench. Oh. Warte, ich mach noch eins rein. Oh, Shotgun Trap. Oh, eins ist fast nicht gesehen. Hätte ich auch nicht. Nice, wichtig. Ivi, kannst du mal die Explorer mal runterbringen? Ah, die kann ja nicht raus. Kannst du das up-aimen, Akio? Dann geh ich nochmal hoch. Oh, pass auf, das ist ein Stack. Warte, ich mach nochmal schnell ein Ding drauf. Warte. Okay, ja. Du siehst, wenn jemand durchs Loch kommt, oder? Ich mach auf, der macht auf! Wichtig! Pass auf, Jolly Trap! Keine! Nein, hier ist eine! Ich bin full dead! Mach einfach weiter mit den Rockets, halt voll rein! Ich komme! Das ist ein Counter. Er ist auch tot, 100 Pro. Ja, hier ist nix. Wir haben ja keine Gears mehr. Ach, das kann doch jetzt nicht sein. Ich sag doch. 5 Hessis rein, Ende. Nimm du, Akio, nimm. Ich hab auch bloß eine Tommy. Hä? Waffe? Ja, tu her. Ach, leck mich doch. Nee. Ich sehe nur da vorne. Ah, ich sehe ihn. Er tippt. Ja, 100 Pro, die Boom. Hab zwei, bin fast voll deep. Ich hab den Boom, Akio! Nice. Ich komm. Hier ist auch M2! Oh, die scheiß Shotgun Trap. Ich mach weiter, ich muss kurz raus, ich brauch Abaimung. Ich kann jetzt einfach rein, ist mir scheißegal. Wir sind full deep! Ja, ich bin da. Ivi, ums. Ach, die kommen wieder nicht raus. Ja, die spawnen hier. Hier, Akio. Ja. Geschenk für dich. Viel Spaß. Danke. Have fun, my friend. Komm, naked, rechts an der Wall. Die kommen rein. Ich hab da Flame, okay, lass mal rein. Achso, ich hab ja einen. Das ist so ein Turret, glaube ich. Ich muss mich, warte mal, mein Headset springt. Boah, Hits von der Seite! Alter, so hab ich noch nie. Er ist hier drin! Headset, er ist Alter. Drin! Hab ihn! Was hast du denn gleich noch einer? Ich bin low. Irgendwo ist da ein Turret, was ich komplett tot schieße. Ich
Nein! Nein, da können wir doch gar nichts ziehen. Ich renn richtig laut, ich brauch Hilfe. Ich komme, ich renn ja schon, Akio, aber hier sind keine Waffen mehr. Oh, hier steht einer vor der Raidbase. Hey, ich pack hier fest. Bitte nicht, bitte. Ich komme hier nicht mehr raus. Nein, oder? Hier schleicht sich einer rein. Ich bin das, ich bin das. Nein, ich komm hier nicht mehr raus. Halt durch, Akio. Bin instant da. Ey, dieses Drecksturret! Wie, du hängst fest. Ich komm hier nicht raus. Oh mein... Sie sehen alles, ich komm hier nicht raus. Ja, ich kann... Boxen, Alter, sorry, ich wollte nicht so hauen. Wollte die Hand fallen lassen. Ja, das war's jetzt endgültig. Ich komm hier nicht raus, Mann. Was ist denn die Scheiße? Ich komm rein, aber nicht raus. Alles klar, Spiel. Ivi, du musst jetzt auch mit runterkommen, bitte. Das bringt gar nichts da oben, was du da machst. Wir brauchen den. Leute, jemand muss runter. Die bauen hier. Ich kann nichts tun. Ich bin tot. Ich werde von Turrets erschossen. Weil wir keine Waffe in dem fucking Raid Base haben. Wir hatten viele Waffen, Schatz. Wie viel hatten wir? Fünf? Das ist so krass. Ich lasse gerade die Akten hier, schau. Komm mit. Ja, bringt nichts mehr, schon gesehen. Der Boom liegt da auch rum. Wir waren full deep. Und dann kommt Naked von hinten mit einer AK, die am Boden findet. Und tötet mich. Komm hin! Wichtig. Vorne gerannt. Jetzt hat mich. Ja, das ist irgend so ein anderer. Was macht denn der da? Jetzt hat mich wieder das Mann. Die countern nee, doch nicht, das kannst du doch vergessen. Das bringt doch nichts mehr. Wir müssen alle jetzt da unten sein. Die countern da. Bitte. Alle runter da. Ich hab nur die Gold, Leute. Die kämpfen doch nicht gegeneinander. Ja, eben. Ich hab jetzt alle mit da geschossen. Hä? Digga, hier. Irgendwas läuft hier schief. Bin dead. Leg um. Nein, da sitzen die da drin. Die sitzen da drin. Die sitzen da drin. Das ist sau lächerlich. Die töten sich gegenseitig null. War einmal im Chat, dass sie sich getötet haben. Richtig? Ich hab auch Gear. Wen hab ich getötet heute? Keine Ahnung, ist egal jetzt. Wir sehen es hinterher alles in den Aufnahmen. Ja, aber die haben schon den Boom rein, oder? Ja, ich hab drei Rockets, Sven. Aber ich hab keinen Launcher. Fuck. Also die Turrets funktionieren wieder. Was schießt mich da die ganze Zeit an? Nee, der Boom ist hier. Die haben ihn nicht gelootet. Ja, easy, let's go. Alles weg. Wir sind um. Ich hab nur keine Muni. Ich hab Rockets. Hier, nehmen. Das kann ich schon. Ich brauch nur so Waffen. 5 und 6. Wo? Wo ist hier? Wo ist hier? Hab ich schon. Wo ist bei meinem? Oh. Nein, ich hab hier lauter Waffen. Kannst du die nehmen? Ich hab alles gut. Okay, wir legen los. Nice. Okay. Ja, egal, ich hab das offen gelassen, damit ihr wieder rauskommt. Komm, komm. Ah, jetzt, Sven, hier sind noch 3 Rockets. Wir kommen rein. Oh ne, jetzt kommt der noch hin. Schau mal, ich hab diesen Fenster dran. Ja. Was schießt der? Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ist da noch eine 556er Waffe? Nee. Ja, hier. Ah, warte, ich habe eine. Unter dir. Nehmen die LA hier. Oder was? Hier ist noch ein Naked. Pass auf, ich eine Waffe kriege. Ja, pass auf. Die zielen weiter. Ich gehe mal schnell. Ich sollte, glaube ich, zur Raid Base gehen, damit wir. Dann mach. Ich habe hier ein 96.
aufpassen. Ivy weiter abaimen. Oder lass Ivy. Ja. Achtung, ich krieg das hier. Hab einen. Wieder ein Dead. Ich brauche wieder hier Unterstützung, Leute. Ja, ich bei mich. Die bauen wieder auf. Nicht rein, Ivy. Nicht so weit nach. Nicht so nach vor. Ich mach das von hier draußen. Wir sind kurz vorm TC. Es geht gleich auf, pass auf. Bring das Zeug am besten heim. Hier liegt lauter LAs und Zeug und schießt mich tot. Achtung, geht gleich auf. Oh, sorry. Pass auf. Ja, alles gut. Geht gleich auf. Ist offen. Oh, ich muss nachladen. Ich muss mich kurz healen, Akia. Ich bin low. Ich krieg schon mal Höhe. Also ich stell mich mal hier rein. Ja, falls da was passiert. Ah, ich seh einen durchkämpfen. Ja, ich mach mach weiter Rocket. Hat er schon wieder ein Ding platziert? Er hat einen Turret platziert. Gehört. Dann machen wir das jetzt ein bisschen gröber. Du hast mich gerade getötet. Wie, du warst da drin? Ja, ich wollte gerade abcampen. Egal, komm, Achtung, links kommt einer. Aber ein, aber der zweite pusht mich jetzt safe. Komme. Oh, noch einer. Bin hard low. Ein HP oder so noch. 3 HP. Hilfe? Seid ihr das? Ja, das war ich, ein scheiß Wolf. Bin low. Komm, der hat mich. Er hat den Boom. Er ist in dem Hütchen drin, Okay, wenn du es noch schaffst. Hab ihn. Nice, wichtig. Ich komme wieder. Ja, wir sind alle low. Man kann halt spritzen. Ivy, fick ihn. Vorne. Und das war sie also. Unsere Chance auf Rache. Vorbei. Wir haben unser Bestes gegeben, leider hat es letzten Endes nicht gereicht. Trotz alledem war es ein mega cooler Vibe und wir hatten mega viel Spaß, auch bei diesem letzten großen Raid. Schade, dass es nicht zum Erfolg geführt hat, aber so ist das halt in Rust. Manchmal gehen Pläne auf und manchmal nicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt gerne auf den Like-Hammer und abonniert den Kanal für mehr Rust-Content. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus.